Hallo Retro-Freunde und Masters of the Universe-Fans. Endlich ist es soweit. Ich habe die letzte Figur aus der Masters of the Universe Origins Wave 6 bekommen. Das hat mich dazu veranlasst, wieder ein eigenes Video über diese Figur zu drehen. Denn dieses Mal werde ich diese Figur wieder in diesem Video mit euch zusammen auspacken. Also bleibt dran! Ja Leute, was soll ich sagen? Diese Figur zu bekommen war ja fast schlimmer wie eine Audienz beim Papst. Ja, also die übrigen Figuren der Wave 6 gab es immer von Zeit zu Zeit hier und da mal ja zu kaufen, zu haben. Aber diese Figur hier eigentlich, ja, habe ich so selten gesehen. Und wenn, dann war die sofort ausverkauft und ich habe sie nirgendwo gekriegt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe die finale Figur Wave 6. Ich habe den Stinkor. Und Stinkor ist eine ganz tolle Figur und deswegen habe ich mir es nicht nehmen lassen und habe den ganzen Guten sogar zweimal gekauft. Ja, und zwar hat das den folgenden Hintergrund. Stinkor ist ja eine meiner Lieblingsfiguren seit Vintage-Zeiten und ich habe diesen Geruch von dieser stinkenden Figur sowas von in der Nase. Ja, und ich finde das total toll, wie der gestunken hat damals und er stinkt immer noch. Ich habe zwei Stück, zwei Vintage-Figuren, die riechen immer noch. Und deswegen möchte ich jetzt natürlich halt auch gucken, riecht dieser Stinkor auch. Ja? Deswegen habe ich mir den ganzen zweimal geholt. Wie ihr wisst, ich sammle ja eigentlich OVP. Das heißt, einen behalte ich in der Originalverpackung, einen werde ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Ja, ich wollte mir dazu eigentlich halt die schlechtere Karte nehmen, den ich dann auspacke, aber wie ihr seht, beide sind unpunched, beide haben eigentlich keinen Knick und nichts. Mir blutet das Herz, aber ich werde trotzdem einen auspacken. Ich habe mich für den entschieden, der so ein bisschen, ja, die Rüstung so ein bisschen mitten quasi im Gehirn hängt. Ja, ja, der hat das richtig nach oben stehen, der guckt ein bisschen nach unten. Da dachte ich mir, komm, der sitzt nicht so optimal im Blister, dann nehme ich diese Figur und packe sie aus. Ja, und ja, was soll ich sagen, bevor wir es auspacken, die Origins-Figuren, ihr kennt sie ja alle, ja, Cardback angelehnt an die Vintage-Figuren aus den 80ern mit dem Masters of the Universe-Logo, mit dem ja, Charakternamen. Das Einzige, was halt drin ist, ist halt hier dieses, ja, dieses gelbe Pop-up, sage ich mal. Da steht jetzt inklusive Comic. Ja, natürlich ist hier auch wieder halt das Heftchen hinten dran, was in der europäischen Version, wie ihr wisst, ja keine Sprechblasen oder keinen Text hat, sondern das sind einfach nur die Bildchen ohne Text, was ich sehr schade finde, immer noch. Ja, ansonsten auf der Rückseite wieder das geniale Artwork. Ja, ich finde diese Artworks von den Origins-Figuren so klasse. Das ist so ein Vintage-Flair. Das ist Wahnsinn. Und hier sieht man Stinkor gegen Mossman kämpfen. Ja, und auch da wieder ein Hinweis. Mossman gibt es ja aktuell noch nicht in der Origins-Reihe. Aber ich gehe davon aus, jetzt ist er auf der Karte. Also wird er auch definitiv kommen. Ansonsten nochmal abgebildet die weiteren Figuren, die es gibt. Das ist ja Vintage Head He-Man, also der mit dem originalen 80er-Jahre-Kopf, genauso wie der Skeletor. Dann haben wir den Lords of Power Beastman. Wir haben die Eternian Goddess, halt die Farbvariante von der Tila. Und wir haben den Webstore und natürlich jetzt den Stinkor. Ganz schön noch. Ja, ich habe hier hinten so ein kleines Kind drauf, das die Nase rümpft, während sie an der Figur riecht. Das finde ich total toll. Das Kind sieht auch ein bisschen, ja, nicht sehr erfreut aus. Ich bin echt gespannt, ob er riecht, wie stark er riecht, ja, oder ob er vielleicht gar nicht riecht. Und dann muss ich sagen, ich habe mir jetzt als Vergleich nochmal eine andere Origins-Figur geholt aus meinem Schrank. Ich habe mir jetzt einfach nochmal den Hordak geholt und bei dem ist es so, wie bei allen anderen Origin-Figuren eigentlich auch. Ja, der Blister sitzt hier unten auf der Karte. Etwas steht er ein bisschen über. Ja, das heißt, die Karte hat hier hinten einen Ausschnitt. Ja, seht ihr das? Blendet das nicht so? Ja, und hier ist so wie so ein Luftloch. Ja, das ist bei dem Hordak hier der Fall. Und bei eigentlich allen anderen, ich gucke hier hin, weil ich hier meine Origins stehen im Regal, bei allen anderen Origins genauso. Die haben diesen Ausschnitt und diesen Luftdurchlass. So, jetzt guckt euch den Stinkor an. Da ist kein Ausschnitt. Ja, da ist kein Ausschnitt und die Karte oder der Blister sitzt auch fest auf der Karte drauf. Ja, von daher habe ich die Hoffnung, dass der vielleicht doch ein bisschen stinkt. Ja, und was soll ich sagen, die Figur sieht total klasse aus, die gefällt mir richtig gut. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich packe jetzt aus, ja, ich stelle die Kamera jetzt um und wir sehen uns dann gleich aus der Ego-Perspektive wieder. So, und da haben wir den Stinkor noch ganz heile in der OVP.
und jetzt werde ich wieder meines Amtes walten und werde diese Figur hier für euch, mit euch zusammen auspacken. Ja, ich reiße ihn jetzt hier einfach ab. So, gucken wir mal, dass wir das Ganze vielleicht nicht ganz komplett kaputt reißen. So, dann haben wir hier einmal den Mini-Comic natürlich. Ja, den lege ich erstmal beiseite. Und die Figur machen wir jetzt hier raus. So, ich habe gelernt, hier sind ja ein paar Gummis etc. dran, wie ihr seht. Und ich habe gelernt, mir etwas damit zu holen. Und zwar beim He-Man, bei dem Vintage He-Man, den ich ja auch ausgepackt habe. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich blende das Video auch nochmal ein. Ja, da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil ich ja kein Auspacker bin und wusste nicht so ganz, wie es halt funktioniert. So, jetzt haben wir den schon mal ab. Und hier haben wir den, soll ich sagen, den Stinko. Aber ich sehe jetzt hier, der hat überhaupt keine weiteren Gummis, glaube ich, dran, oder? Ach doch, hier hinten hat er eins. Da hat er eins. Dann schneiden wir die gerade nochmal an den Armen, die Befestigung nochmal ab. So, einmal. Jetzt gerade nochmal zweimal. Und ich hoffe, das war es jetzt. Ja, da ist er schon. Das ging jetzt ratzfatz, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich es ewig gebraucht habe, bis der He-Man aus der Verpackung war. Hier habe ich noch ein bisschen Gummi drum. An dem Arm auch. Das ist noch ein bisschen dran. Ab damit. So, und schon habe ich den Stinko ausgepackt. Ja, und jetzt, ja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt mal dran schnüffeln, Leute. Also ja, er riecht, aber er riecht eher nach ja, Plastik, Gummi, aber nicht nach ja, dem Patchouli, wie halt die Originalfigur gerochen hat. Ja, also, muss gerade nochmal. Nee, also ein ganz, ganz leichter Gummigeruch, finde ich, ja, aber halt nichts im Verhältnis zu der Vintage-Figur. Da riecht die Vintage-Figur noch stärker als dieser Origins-Dinkor jetzt hier. Ich sehe halt, seht ihr das hier? Der hat auch echt viel Luft an den Beinen. Die Hose ist echt weit bei ihm. Ja, seht ihr das? Das ist bei den anderen, bei dem He-Man, glaube ich, nicht so gewesen. Ja, der hat sehr viel Spiel, was die Beine hier angeht. Mhm. Ansonsten die ja, Rüstung. Gerade mal gucken, ob man die abmachen kann. Die Rüstung ist, scheint aus Gummi zu sein und auch kein Hartplastik wie bei der Vintage-Figur. So, und die ist auch in einem. Das heißt, ich ziehe sie mir jetzt hier wahrscheinlich über den Kopf oder ich mache den Kopf einfach ab. Tatsache, der Kopf ist ab. Jetzt kann ich die Rüstung rausnehmen und die ist echt, seht ihr das? Echt weich. Ja, finde ich gar nicht schlecht, finde ich gar nicht verkehrt. Ja, aber, ja, was soll ich sagen? Hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, ja, ob Hartplastik oder Gummi. Ja, ansonsten, ich ziehe sie ihm gerade wieder an. Gucken, ob das genauso schnell geht wie das Ausziehen. Beim Anziehen habe ich ja manchmal so ein Problem. Na, das lassen wir jetzt erst. Doch, die ist dran. Und hier, da genauso. Machen wir ihn kurz dran. Und Stinko wieder angezogen. Fein, jetzt kann er wieder um 12 Uhr zum Mittagessen zu Mama und Papa gehen. Hat den Anzug dran. So, der Kopf ist drauf. Und ja, ansonsten die Beweglichkeit brauche ich euch ja gar nicht zu erzählen. Ja, die Handgelenke kann er bewegen. Die Ellenbogen, die Arme. Oben die Schultern, ja, die Beine, die Knie, die Füße. Ja, das ist immer ganz toll bei den Figuren, finde ich. Ja, aber der Riecheffekt ist leider nicht gegeben, finde ich. Nicht in dem Maße, wie es halt früher war. Hier habe ich natürlich noch sein blaues Schild. Das müssen wir jetzt nicht. Das hänge ich ihm jetzt gerade nochmal an. So, Tüte auf. Da haben wir das Schild. Können wir ihm jetzt so in die Hand geben. Passt das? In diese Hand hier rein. So, haben wir noch das Handgelenk gebrochen dabei. So, Stinkor mit Schild oder auch nicht Stinkor mit Schild. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, ansonsten, ich finde das eine wunderschöne Figur, den Stinkor. Ich finde die Farbgebung, das Schwarz mit dem Orange, finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse, macht richtig was her und ist jetzt meine zweite Origin-Figur, die ich ausgepackt habe.
Ja, Leute, das war das kurz und schmerzlose Unboxing, was wesentlich besser funktioniert hat als bei meinem ersten, bei dem Vintage Head He-Man. Ja, und ich habe jetzt die zweite Origin-Figur ausgepackt. Es ist der Stinkor, wie gesagt. Ich finde ihn okay, ich finde ihn wirklich gut. Die Rüstung, wie gesagt, aus Gummi, weiß nicht, die kann man so ein bisschen biegen, ob das jetzt hätte sauen müssen, ob das, was der Grund ist. Ansonsten, ich habe auch nochmal den Vintage, also meinen Original Stinkor aus den 80ern daneben. Ja, also die sehen wirklich 1:1 fast identisch aus. Die Farbgebung ist ein bisschen anders gestaltet. Ja, also der Vintage Stinkor ist ein bisschen oranger von Rüstung, von der Hose her, ja, von den Schuhen her auch. Ja, der Origin Stinkor ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen matter, und was ich gesehen habe, auch die Bemalung an der Rüstung fehlt. Das mag halt daran liegen, dass es jetzt halt aus Gummi ist, diese Rüstung. Ja, der Vintage Stinkor hat noch ein paar Rotelemente an der Rüstung dran, die fehlen hier bei dem Origins komplett. Ansonsten, wie gesagt, ist die Figur eigentlich 1:1 ein, ja, Nachbau der Vintage-Figur, wenn man das so sagen kann. Das finde ich toll, weil, wie gesagt, der Stinkor war schon immer einer meiner Favoriten. Aufgrund, ja, was soll ich sagen, aufgrund von der Farbgebung ganz einfach. Ja, und früher hat natürlich auch der Geruch eine ganz große Rolle gespielt. Der ist jetzt hier nicht gegeben, aber trotzdem von der Figur her richtig toll. Ja, und ja, was soll ich sagen, wie gesagt, wenn ihr das Video von dem Auspacken des Vintage Head He-Mans nicht gesehen habt, ja, dann blende ich euch das am Ende nochmal ein. Ja, dann könnt ihr da auch nochmal draufklicken und nochmal gucken, wie ich mich da angestellt habe. Ja, ansonsten, ja, möchte ich nochmal einen kurzen Ausblick geben. Und zwar gab es jetzt ja zuletzt die ein oder andere Origin-Figur hier und da wirklich günstig zu kaufen, zu erwerben. Das heißt, teilweise für einen Zehner die Standardfiguren, teilweise sogar die Deluxe-Figuren für einen Zehner. Ja, und ich habe es mir nicht nehmen lassen, hier und da ein paar zu bestellen, ein paar verschiedene, ja, dass ich das ein oder andere, ja, weitere Unboxing-Video für euch mache, auch wenn die Figuren vielleicht schon älter und schon länger auf dem Markt sind. Ja, ich habe es mir so vorgenommen, dass ich eventuell doch Figuren auspacke, die ich wirklich auspacken möchte, wo ich halt eine schöne Figur halt in OVP natürlich weiter besitze, aber für den Preis von 10 Euro noch eine weitere Figur geholt habe oder holen werde, die ich dann halt auch noch mal auspacken werde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Soll ich als OVP-Sammler doch noch ein paar Figuren auspacken? Interessiert euch das nicht? Ja, mich interessiert es, was ihr darüber denkt. Ansonsten, wie gesagt, ja, freue ich mich natürlich über jedes Like, ja, was ihr diesem Video geben werdet, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Ja, ansonsten gebe ich noch mal einen kurzen Ausblick. Ich blende hier noch mal Videos ein über die Masters of the Universe. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, könnt ihr auch mal reinschauen. Wenn es euch gefällt, dann lasst auch gerade ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht wieder beim Auspackvideo. Wer weiß es. Macht's gut. Euer Retro Rauner.